Vielen Dank, Herr Präsident. Auch von meiner Seite eben, das Verfahren war so nicht in Ordnung. Wir haben auch mehrfach nachgefragt. Ich vermute mal, Sie werden gute Gründe gehabt haben, uns nicht dazu zu ziehen, weil ich im Leben nicht diesem Antrag zugestimmt hätte. Als ich den neuen Antrag in die Hand genommen habe, hatte ich tatsächlich gehofft, unsere Schulfrieden-AG aus Rot-Grün und CDU hätten sich ernsthaft um eine Lösung bemüht. Diese Hoffnung währte allerdings nur kurz. Dieser Antrag ist, finde ich, ein Schlag ins Gesicht der jungen Menschen, die hier mit über 70 Petitionen im Landtag vertreten sind. Und keinem dieser Schüler ist durch diesen Antrag konkret geholfen. Die Situation für diese Schüler ändert sich aktuell nicht. Es gab eine Anhörung zu einem Antrag der CDU mit dem gleichlautenden Titel. Es ging dabei um illegale Schüler an Förderberufskollegs. Zu diesen illegalen Schülern kommt es, wenn eine für die Teilnahme an einem Bildungsgang am Förderberufskolleg erforderliche Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ASF durch die Bezirksregierung nicht erfolgt. Die Schwierigkeit dabei ist, dass sie meistens zu alt sind und der Schulpflicht nicht mehr unterliegen. Zwar werden die bestehenden Probleme im Antrag noch erwähnt, aber zur Verbesserung der Lage der Betroffenen wird nichts Konkretes geboten. Merkwürdig unbestimmt steht im Antrag, dass die schulische Förderung sichergestellt werden muss, wenn die Arbeitsagentur Reha-Maßnahmen an einem Berufsbildungswerk fördert. Die rechtlichen Grundlagen. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Beer zulassen? Ja, selbstverständlich. Ja, danke schön, Frau Kollegin. Sie sind ja auch als Piraten mit im Petitionsausschuss vertreten und Ihnen müsste doch bekannt sein, dass in der Frage der Petitionen entsprechende Übergangs- und Altfallregelungen getroffen worden sind und den Schülerinnen und Schülern sehr wohl Abhilfe geschafft worden ist. Und das ist hier beim Behalten der Schulpflicht dann auch sich auf das folgende Schuljahr bezogen hat. Also das heißt, es ist einfach eine falsche Darstellung, die Sie hier dargelegt haben. Obwohl Sie das eigentlich besser wissen müssten. Stimmen Sie dem zu? Nee, dem stimme ich nicht zu, weil meines Wissens sieht es so aus, dass die Schüler zwar bleiben können, aber die entsprechenden Lehrerstellen für diese Schüler nicht an die Schulen gehen. So sieht es aus. Ich würde jetzt auch gerne fortfahren. Ich will auch noch mal deutlicher werden. Es geht tatsächlich um die Altersgrenze für die Schulpflicht, die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs verhindert. Es geht darum, auszuschließen, dass eine Reha-Maßnahme an einem Berufsbildungswerk infrage gestellt ist, wegen realitätsferner Regelungen zum schulischen Teil der dualen Ausbildung. Die Agentur für Arbeit bezahlt die Ausbildung in den Berufsbildungswerken. Es geht letztendlich nur um die Beschulung dieser jungen Menschen. Wir sprechen hier von einer sehr kleinen Anzahl von Lehrerstellen. Meine Damen und Herren von der CDU, ich hatte es heute Morgen schon gesagt, ich verstehe einfach nicht, warum Sie mit so einem guten Antrag, den Sie hatten, sich auf eine solch vage Sache einlassen, die konkret gar nicht aussagt, wie es weitergehen soll, wie sichergestellt wird, dass diese Schüler an dem Berufskolleg bleiben können. Was passiert denn mit den Schülern zum Beispiel, die nächstes Jahr neu dazukommen? Auch dazu erfahren wir nichts. Dann frage ich mich, was soll das bedeuten? Aus den Erfahrungen der Förderberufskollegs erwachsen wichtige Impulse für den Inklusionsprozess in der beruflichen Bildung. Und da stimme ich Ihnen zu, liebe Kollegin Gebauer. Steckt dahinter vielleicht nicht doch die schleichende Auflösung der Förderberufskollegs zugunsten von Bündelschulen und allgemeinen Berufskollegs? Das fände ich ausgesprochen bitter für viele betroffene junge Menschen hier in NRW. Inklusion bedeutet, alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, jungen Menschen ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Der gemeinsame Unterricht ist kein Selbstzweck. Es gibt junge Menschen, die eine Unterstützung brauchen, wie sie nur ein Berufskolleg mit angeschlossenem Berufsbildungswerk mit angeschlossenem Förderberufskolleg leisten kann. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es hier nicht darum geht, den jungen Menschen wirklich Hilfe zu geben, ihnen
einen Weg zu ermöglichen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es hier um eine ideologische Debatte geht auch. Das gemeinsame Lernen ist immer besser als alles andere, und dem kann ich mich nicht anschließen. Danke. Vielen Dank.